zu lassen. Na ja, was habe ich denn mitgeteilt? Gut. Das Handelsplattform heißt Saga Trade. Ich habe eine Frage gestellt. Was habe ich Ihnen denn mitgeteilt? Was meinen Sie? Ich habe gefragt, was ich mitgeteilt habe. Zu automatische Handelssystem. 4420. 5420. Nein, nein. 44. Also 44. Fangt mit einer 4 fängt ja. Die Nummer an, ja? 44. Ja, 44. Ja. 20. 20. 39. 39. Hallihallöchen, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es wie immer um die Trading-Abzocke und wir haben wieder einen ganz besonders intelligenten Abzocker am Telefon. Allerdings leider auch mit, naja, nicht so einer besonders guten Qualität. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Kann sie überhaupt nicht verstehen. Ich rufe Sie von Handelsplattform an. Ja? Sie haben bei uns Ihre Mitteilung hinterlassen. Oh ja? Was habe ich denn mitgeteilt? Gut. Das Handelsplattform heißt Saga Trade. Ich habe eine Frage gestellt. Was habe ich Ihnen denn mitgeteilt? Was meinen Sie? Ich habe gefragt, was ich mitgeteilt habe. Automatische Handelssystem. Ja, die Frage war doch aber jetzt eine andere. Was habe ich mitgeteilt? Ich verstehe das nicht. Ja, das merke ich schon, dass deine Intelligenz bis zum Mond reicht. Sie brauchen ein Handelskonto. Ich brauche ein Handelskonto. Wofür? Sie haben bei uns Ihre Telefonnummer und E-Mail hinterlassen. Aha. Ich rufe Sie von Kundendienstabteilung. Von dabei Kundendienstabteilung. Natürlich. Ja, okay. Okay, ich rufe Ihnen dabei helfen, Ihr Konto aktivieren. Aha. Okay. Haben Sie einige Erfahrung? Oh, es ist das erste Mal. Ich habe schon einige Erfahrung, ja. Okay, wunderbar. Und wie alt sind Sie? Sie haben eine junge Stimme. Ja, aber was geht Sie das jetzt an, wie alt ich bin? Das spielt doch keine Rolle. Okay, kein Problem. Aber um handeln können, Sie müssen 25 Jahre alt sein. Ja. Ja, das ist wieder eine Aussage, die ist überhaupt nicht wahr, denn zum Handeln muss man nicht mindestens 25 Jahre alt sein. Ich weiß nicht, wie der Typ darauf gekommen ist, ob man ihm das so vorgeschreibt, ich weiß es wirklich nicht. Aber naja, die wundern sich schon am Telefon, wenn man eine jüngere Stimme hat, als ganz alte Leute. Vermutlich. Tja, aus dem Grund, dass die Betrüger eigentlich nur ältere Menschen mit dieser Masche ja, erreichen wollen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen, warum die Betrüger immer wieder auf die Stimme eingehen. Das habe ich in meinen Videos so oft, dass die Betrüger ja sagen, ach, sie haben ja so eine junge Stimme und bla. Keine Ahnung. Also es muss irgendwas damit zu tun haben, dass die Leute das vielleicht einfach nur nicht gewohnt sind, jüngere Leute am Telefon zu haben. Und naja, meistens halt eben ältere an der Strippe. Ja, oder Leute, die eben, ja, vielleicht ein bisschen länger brauchen für alles, ich weiß es nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Einfach, indem man ein bisschen benachteiligt ist, dann ja, reagiert man ja auch anders am Telefon. Aber, tja, die sind es halt einfach nur gewohnt wahrscheinlich und wundern sich, dass jemand jünger klingt am Telefon. Ich weiß es wirklich nicht. Sind Sie älter? Was? Sind Sie älter? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie einige Fragen über die Software, wie funktioniert es? Ja, wirst du mir ja nicht beantworten können, wie den anderen Krempel. Ich kann Ihnen alles erklären. Haben Sie einige Fragen? Ja, was habe ich denn mitgeteilt? Okay, Sie haben sich bei einer vollautomatischen Handelssoftware angemeldet, die in Ihrem Namen handelt.
Mhm. Unsere Plattform hat die exklusive und unbezahlbare Technologie, um die bessere Einkunft zu machen. Ja. Handelssoftware sammelt Daten. Basierend auf diesen Daten macht es voraus die Einkommen, wenn der Preis steigt oder fällt. Okay? Ja. Okay, gut. Alles funktioniert schnell. Sie haben auch den zusätzlichen Vorteil, einen Kontomanager, der kümmert sich um Ihre Konto. Mhm. Alles funktioniert ordnungsgemäß. Wir machen eine Ausbildung für Sie auch. Das ist ein Weg, die Firma macht eine Gewinne. Wir nehmen insgesamt 6% Ihres Nettogewinns. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Gewinne abgeben, die Firma nimmt 6%. Ja, du wirst immer leiser. Entschuldigung? Ja, man versteht immer weniger. Okay. Alles funktioniert automatisch und Sie haben dabei Personal schon... Sprech mal lauter, das funktioniert sonst im Video immer so schlecht mit dem Rausfiltern alles. Können Sie mir hören jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, okay. Ich sage, das ist ein Weg, die Firma macht eine Gewinne. Wenn Sie Ihre Gewinne abheben möchten, Firma nimmt 6%. Ja. Okay, verstehen Sie? Ja, das habe ich schon verstanden, ja. Okay. Und Sie suchen für primäres oder sekundäres Einkommen? Na, auf jeden Fall suche ich ein stabiles Einkommen. Sie sind nicht stabil jetzt? Na, doch schon. Aber kommt ja mal drauf an, bei wem man jetzt handelt, ne? Das ist ja nicht überall stabil. Und was sind Sie von Beruf? Von Beruf? Ja. Und was geht Sie das an? Ja. Ja, aber warum? Was geht Sie das an? Deshalb möchten Sie ein Handelskonto öffnen. Deshalb frage ich, was sind Sie von Beruf? Ja, aber das geht Sie doch überhaupt nichts an, was ich von Beruf bin. Haben Sie Einkommen? Ja. Von der Arbeit. Ja. Okay. Und du? Auch. Okay. Natürlich. Ich frage das, wir möchten Ihnen nicht in Risiko. Okay? Aha. Ganz genau, man ist ja so nett und möchte nicht, dass ich im Risiko und so. Genau. Naja, ich vermute mal, diese schlechte Telefonqualität von der Gegenseite stammt davon, dass es in diesem Callcenter wohl sehr laut zugeht und hier vielleicht ein besseres Headset benutzt wird, das allerdings, ja, nicht besonders gut eingestellt ist. Denn der Typ klingt so, als wäre er unter Wasser und ziemlich blechern. Das hat was damit zu tun, wenn man, ja, ganz einfach, das Mikrofon selbst in der Software nicht vernünftig konfiguriert. Dann klingt das eben so, wie es jetzt klingt. Da war wieder irgendein Schlaukopf am Werk, der das eingestellt hat. Oder vielleicht hat er selbst verfuscht und dran rumgedreht. Ich weiß es nicht, aber es gibt einige Mechanismen, dass man Hintergrundgeräusche aus Mikrofone rausfiltern kann. Geht in der Regel nur bei guten Mikrofonen. Und dann kann auch ein gutes Mikrofon so furchtbar klingen wie jetzt bei ihm hier. Okay, kein Problem. Und wie alt sind Sie? Ja, das hatten wir doch jetzt schon. Ja, ja, aber... Können wir jetzt weitermachen oder wollen wir uns jetzt an dem gleichen Quark die ganze Zeit aufhalten? Okay, kein Problem. Wie viel möchten Sie auf Ihre... Lauter! Wie viel möchten Sie auf Ihre Handelskonto investieren? Ja, keine Ahnung, wie viel ist denn sinnvoll? Das Minimum beträgt 210 Euro. 210 Euro? Das Minimum. Ach ja, das ist ja mal was Neues. Sonst ist ja immer 250. 250 amerikanischer Dollar. Ach so, ja gut, dann wenn man das umrechnet... Das ist 210 Euro. Na gut, so kann man das also auch machen. So, auf welche Seite waren das jetzt hier? Weil das hast du ja jetzt ja noch gar nicht so richtig gesagt. Oder eigentlich gar nicht. Wie heißt denn jetzt der Bums hier? Wie möchten Sie Ihre Investierung machen? Mit dem Hubschrauber. Mit Sofortüberweisung oder mit Kredit-Debitkarte? Genau.
auf welche Seite denn? Wie heißt denn die Seite? Einen Moment. Ich schicke Ihnen ein E-Mail. Nee, du kannst mir doch sagen, wie die Seite heißt. Seite www.sagatrade. Ja, buchstabieren. www. Ja. S-E. G-E. G-A. Was ist ein A für ein Buchstabe? A for Apple. Aha. Also. Trade. C. Thomas. R. Reichardt. Ja, das versteht ja keine Sau. Mal nochmal von vorne und dann mal mit einem richtigen Alphabet und nicht irgendwelche komischen ausländischen Buchstaben. Jetzt schicke ich ein E-Mail mit Website. Ja, an welche? Ja, ja. An welche E-Mail-Adresse schickst du das denn? Ihre E-Mail-Adresse ist encrypted zur Sicherheit. Ich kann es nicht sehen. Ja, und dann kann ich dir nicht sagen, wo ich gucken muss. Dann kannst du mir die E-Mail schicken und dann dauert es aber ein paar Stunden, bis wir rausgefunden haben, auf welchem Konto das Ganze gelandet ist. Einen Moment. Jetzt haben Sie mein E-Mail mit Webseite und Ihre Login-Daten. Ja, jetzt muss ich aber wissen, an welche E-Mail-Adresse du das geschickt hast. Sonst kann ich dir nicht sagen, ob es angekommen ist. Haben Sie ein paar E-Mails? Ja, 100 Stück oder so. Okay. Ich kann nicht Ihre E-Mail sehen. Ja, und ich auch. Ja, ich kann deine auch nicht sehen. Moment, ich schicke hier und gucken Sie bitte alle E-Mail-Inbox. Soll ich jetzt bei 100 Postfächern mich überall einloggen? Ich glaube, es geht los. Moment. www. Ja. S. Ja. Ein S. S. Süß. A. Ja. Apple. G. Ja. A. Ja. Ein T. Thomas. Thomas, ja. Hm? R. Reichert. Ja. A. Apple. Ja. D. Deutschland. Ja. E. Entschuldigung. Ja. Punkt. Ja, habe ich. Und weiter? Punkt. I? I-O oder was? I-O, ja. Ah ja, okay. www.sagatrade.io. Ah ja, das ist wieder so eine neue Seite. Hm? Ja, und seit wann gibt's eure Seite schon? Ich schicke Ihnen Ihre Login-Daten. Ja, ich dachte, ich bin da schon angemeldet. Dann, okay, wunderbar. Na, die Frage war, ob ich da jetzt schon angemeldet bin, weil ihr habt gesagt, ich bin da schon angemeldet und jetzt brauche ich mit Login-Daten, verstehe ich nicht. Sie haben schon Ihre Login-Daten. Ich sehe, dass Sie Ihre Konto Login gemacht. Ja. Okay. So. Nein, nee, ja. Also das war jetzt nur eine Bestätigung, dass ich es verstanden habe. Aber ich habe mal noch eine andere Frage. Seit wann gibt's denn eure Webseite? Die Plattform heißt SagaTrade. Ja, und wie alt? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Aha. Und warum ist die erst am 16.08. erstellt worden, die Domain? Welche? Ja, die Webseite ist erst seit dem 16.08. online. Vorher gab's die noch gar nicht. 17? Nee, ja, also 16.08. Das 16.8. ist nicht mal ein Monat. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ja, das merke ich schon. Sie haben Login gemacht? Also, die Domain selbst wurde am 10.03. erstellt. Am 10.03. diesen Jahres wurde die Domain erstellt. Okay. So, und am 16.08. ist die Webseite überhaupt erst online gekommen.
mit Inhalt. Okay. Also einen Monat alt. Ja, das ist die neue Software. Aha. Firma heißt Saga 3. Ja, aber warum heißt die Firma erst seit einem Monat so? Das ist die Name von Handelssoftware, automatisch Handelssoftware. Aha, na gut. Naja, ihr wisst ja, ich fasse gerne zusammen, da man ja hier mit diesem super tollen Kakerlaken-Deutsch nicht weit kommt. So, also der Typ ruft mich an, weil er mir dabei helfen möchte, mich auf einer Online-Trading-Plattform anzumelden, wo ich mich zwar selbst angemeldet habe, aber irgendwie nicht registriert bin und der Registrationsprozess quasi noch erst stattfinden muss. Das ist schon mal fragwürdig. So, das nächste ist, der ruft mich an, weil er mir helfen möchte und meine Fragen beantworten möchte. Und absolut, aber auch wirklich absolut jede Frage, die ich stelle, kann er nicht beantworten. Und selbst dann nicht, wenn ich es noch tausendmal präzisiere und immer genauer werde. Naja, das ist auf jeden Fall ein super Kundenservice. Und davon mal abgesehen, soll ich jetzt hier mein Geld auf eine Webseite reinschmeißen, die gerade mal einen Monat alt ist. Und er erklärt mir, das ist der Name der Software. Genau. Warum brauche ich eine neue Webseite und einen komplett neuen Namen von allem? Er sagt mir, das ganze Ding ist 4 Jahre alt und naja, nur weil ich jetzt eine neue Software habe, heißt die ganze Firma anders, kapiere ich alles nicht. Also das gibt oder ergibt jetzt schon keinen Sinn mehr. Aber naja, der Typ bleibt noch eine Weile am Telefon und wir machen das Spielchen wie immer eine ganze Weile mit. Kann man so natürlich dann auch sagen, Sie ja. Sie haben auf Internet Promotion gesehen, deshalb ist es ein neues System. Mhm. Ja. Und was macht das System so? Was kann das? Jetzt, es funktioniert auch in Deutschland. Ja. Und was macht das Ding jetzt hier? Entschuldigung, was macht? Ja, was das hier macht, ja. Sie öffnen Handelskonto und dann aktivieren Sie Ihre Handelskonto mit erster Anzahlung, 210 Euro. Diese Anzahlung macht Einkommen. Mit der Hilfe von diesem System. Und Sie haben einen deutschen Kontomanager, er spricht Deutsch. Mhm. Er ist von Deutschland. Okay, er wird Ihre Assistent, Personalassistent. Ja, und wer bist du jetzt? Ich rufe dich von Kundendienstabteilung. Kundendienstabteilung, also. Ja. Ja. Und warum kann die Kundendienstabteilung kein richtiges Deutsch? Wir haben jetzt Abteilung für Deutsch nicht gebracht. Wir haben Kontomanager von Deutschland, aber unsere Kundendienstabteilung ist Englisch. Englisch. Sprechen Sie Englisch? Ja, schon, aber das ist ja für einen Kanal hier blöd. Dann bleiben wir mal bei Deutsch. Wir sitzen in London. Aha. Kommen Sie da gerade überhaupt zur Arbeit? Weil es fahren ja keine Autos. Was heißt das? Ja, tut, Auto. Auto geht nicht in England. Welche Auto? Ja, deins. Ach ja, ich vergaß. In der Türkei fährt man kein eigenes Auto. Okay. Ja. So, ich denke mal, das ist Beweis genug, dass der Typ definitiv nicht in England sitzt, denn dann, wenn er in England sein würde, dann würde er definitiv auch wissen, was gerade in England abgeht. Und zwar, dass ihr euer Auto zu Hause stehen lassen könnt, weil kein Sprit ist alle. Na, also Tankstelle, nix tanken, alles leer, ne? Aber, tja, so ist das halt, ne? Wenn man auf ganz normale Fragen gar keine Antwort geben kann. Sagen Sie mir bitte, Bernd, wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Na, am besten so, dass es Gewinn macht, so würde ich das gerne aktivieren. Nach der Aktivierung, Sie können die einmalige Einzahlung 210 Euro ansehen.
nach der Aktivierung, wir machen eine Termine mit Ihrem Personalkontomanager und er macht Ihre Software, Ihr System, macht Ihnen Einkommen. Der macht mir ein Einkommen. Einkommen. Ja. Mit 210 Euro. Aha. Okay. Und da kann man nichts verlieren. Zu 7 Tagen, Sie verlieren nicht. Sie haben eine Probe. Und danach verliert man dann alles? Nein. Ah, okay. Die Software nutzt 10% von diesem Anzahlung. Ja. Risiko ist sehr, sehr niedrig. Wie viel sind 10% von 210 Euro? 10%, das ist 21 Euro. Ah ja, genau. Okay, und das ist der Weg, Firma macht Gewinne. Wenn die Gewinne machen, Firma nimmt auch Gewinne. 6% von ihrem Nettogewinn. Ja, aber wozu braucht mich denn da die Firma jetzt? Ich meine, da könnte da ja selber dann das Geld reinstecken. Wenn Sie für lange Zeit handeln, mit 210 Euro pro Monat, Sie können Gewinne abheben. Wenn Sie Abhebung machen, Firma nimmt 6%. Wenn Sie möchten noch Geld investieren, auch kein Problem. Es funktioniert mit Deutsche Bank und mit Crypto-Wallet. Also okay. Da, wo ich denn das Geld nie wiedersehe. Sie können jederzeit Abhebung oder Investition machen. Ja. Es ist liquid. Und wie viele Wochen dauert es dann? Das nimmt bis 3 Tage. Ah ja, okay. Okay. Heißt das eigentlich jetzt auch mittlerweile BrokerInnen oder kann man immer noch Broker sagen? Ich verstehe schlecht, Entschuldigung bitte. Was ist Ihre Frage noch einmal? Ja, ob das mittlerweile auch BrokerInnen gibt oder nur Broker? Sie haben lizenzierte Broker. Er hat License. Ja. Okay. Was sagen Sie denn zum Gendern? Finden Sie das gut? Ja, natürlich. Ah ja, okay. Sie können Telefonnummer von Ihrem Broker und Personal-E-Mail haben. Und wenn Sie haben einige Fragen oder einige Fragen mit Ihrem Konto, Sie können jederzeit telefonieren. Sie arbeiten von Montag bis Freitag und auch am Samstag. Ja, heute ist aber Sonntag. Sonntag. Gibt auch gleich Kaffee Sonntag. Und Kuchen. Und Sonntag, ja. Okay. Ja. Und wie lange bist du da schon in der Firma? Ich bin ein Jahr in dieser Firma. Ein Jahr, so lange schon. Oh Gott. Ja, und hast du da auch schon selber Geld investiert? Ja, natürlich. Wir nutzen dieses System. Letzten Monat, wir hätten 84% Erfolg. Ja. Das heißt, wenn Sie 10 Handel haben, 8 Handel sind Erfolg. Ja. Okay. Deshalb System nutzt 10% von Ihrem Investierung. 10% zu 10 Handeln und dann Sie haben 8 Handeln Erfolg und Sie können diese Zahlen kalkulieren, wie viel Gewinne Sie können machen. Ja. Okay. Gibt's eigentlich bei euch in der Firma auch diesen Naked Day, also den nackten Tag, wo man nackt zur Arbeit kommt? Das gab's doch in London, glaube ich, ne? Wir sitzen in London. Ja, aber da gibt's doch den Naked Day. Naked Day?
Na, denn genau, also den Nacktheitstag, da geht man noch nackt zur Arbeit. Naked? Na, naked. Nackt. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Naja, ich merke schon, da klemmt was. Also, dann, ja, dann machen wir weiter da, hm? Okay. So, jetzt, ich möchte Ihnen fragen, wie möchten Sie Aktivierung machen? Mit Sofortüberweisung oder mit Kreditkarte? Ja, was geht denn noch? iDeal. Mhm. Wenn Sie verstehen, was ist, iDeal. Ja, kann man das auch mit diesen PaySafe-Karten machen? Mit so PaySafe-Karten. PaySafe-Karten. PayPal? Nee, PaySafe. PaySafe? Ja. Ein Moment, lassen Sie mir gucken. Abteilung. Ein Moment. Danke. Hallo? Ja. Für Sicherheit, wir nutzen Sofortüberweisung. Ach, Sofortüberweisung. Ja. Ja. Okay, möchten Sie Sofortüberweisung machen? Ja, das kann man sofort nutzen, ja. Okay, einen Moment. Ich schicke Ihnen jetzt Aktivierungsseite. Okay? Ja, meinetwegen. Gucken Sie bitte Ihre E-Mail. Da sortiere ich sowieso gerade ein bisschen, weil hier kommt ja die ganze Zeit irgendein Bums rein. Ich kann ja mal gucken, ob der andere Kram hier schon angekommen ist. Ja, aber die andere E-Mail ist auch nicht hingekommen. Wo schickt denn ihr das alles hin? Einen Moment, ich mache es jetzt. Moment bitte. Ja, dann nochmal. Ich bin ja noch nicht mal eingeloggt da bei euch. Die Seite gibt's nicht mal auf Deutsch. Ihr habt ja Englisch, Spanisch und Italienisch. Ja, unsere IT-Abteilung entwickelt zu Deutsch. Okay? Ah, okay. Yes. So, dann logge ich mich da mal an, aber dann muss ich mal wissen, welche Daten ich da eingegeben haben soll. Ja, ja. Jetzt schicke ich Ihnen alles. Ja. Sie können aktivieren machen. Und dann können Sie diese Anzahlung auf Ihrem Handelskonto sehen, okay? Okay. Moment. Wer schreit denn da im Hintergrund rum? Okay, jetzt bitte gucken Sie Ihre E-Mail. Ich gucke die E-Mail, ist noch nichts da von euch. Saga Trade, Mike Foster. Was, Mark Foster? Mike Foster, ja. Achso, Ja, ist noch nicht da. Okay. Aber ich müsste dazu auch wissen, an welches Postfach ihr das schickt. Es heißt, Moment. Sie müssen wissen, was, bitte? Ja, nun, erzähl. Sie haben E-Mail jetzt. Willkommen bei Saga Trade, der weltweit führende innovative Handelsplattform. Um Ihre Konto zu aktivieren, klicken Sie bitte hier. Ja, habe ich nicht bekommen. Gucken Sie bitte Ihre alle E-Mail. Ja, ich habe eine ganze Menge Adressen. Ich müsste jetzt wissen, auf welche E-Mail-Adresse ihr das geschickt habt. Sonst finde ich das nicht. Für Sicherheit, wir können nicht E-Mail und Telefonnummer sehen. Es ist encrypted. Aber du rufst mich doch an, dann müsst ihr doch die Nummer sehen können. Ich kann nicht diese Daten sehen.
Also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, warum er meine Daten nicht sehen darf. Also ein Mitarbeiter, der mit mir spricht, der weiß auch meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Oder jeweils, je nachdem, über welchen Kanal er mit mir kommuniziert. Der kann mir doch nicht erzählen, der telefoniert mit mir, darf aber die Telefonnummer währenddessen nicht sehen. Also das macht datenschutzrechtlich nicht mal in Deutschland Sinn. Denn letztendlich, mal davon abgesehen, dass er gar nicht anrufen darf. Aber wenn er die Daten vor sich hat, das Einzige, warum der die Daten nicht sehen kann, kann höchstens den Grund haben, damit er die Daten nicht abfotografieren und selbst verkaufen kann. Einen anderen Grund gibt's dafür eigentlich nicht. Also überhaupt gar nicht. Ein Callcenter sieht die Nummer, die sie gerade anrufen. Die steht auf dem Telefon oder im Computerbildschirm. Aber nicht sehen, das wird wahrscheinlich nur eine Schutzvorkehrung sein für das Callcenter selbst, damit sie selbst noch Geld mit der Telefonnummer machen können, indem sie sie danach weiterverkaufen. Aber die Mitarbeiter sollen davon nichts abhaben und sollen keine Fotos machen können. Vielleicht ist da sogar sowas schon mal vorgekommen, dass ein Mitarbeiter selbst auf die Idee gekommen ist, ja einfach die Telefonnummern rauszuschreiben. Und deswegen sperrt man das da. Einen anderen Grund. Also unlogisch. Wenn Sie haben... Jetzt hat da wieder jemanden beschissen. Ne? Gerade hat jemand Geld eingezahlt. Zur Sicherheit, wir können nicht diese Daten sehen. Ja. Ich schicke Ihnen mit der Hilfe von System. Ja. Habt ihr gerade 210 Euro verdient? Verdient? Hat geklingelt im Hintergrund. Das klingelt doch immer, wenn einer Geld eingezahlt hat. Wenn Sie Ihr Geld zahlen, Sie können dieses Geld auf Ihrem Handelskonto sehen. Ja, aber wenn ich dann eingezahlt habe, darfst du dann auch die Klingel drücken? Ich verstehe es nicht. Ja, ob du dann klingeln darfst, wenn du die Einzahlung bekommen hast. The Bell. The Bell? Swing the Bell. Das ist nicht Einzahlung. Das ist erfolgreich Handel. Aha. Also wenn ihr dann erfolgreich die 250 Euro bekommen habt. Ja. Ja. Wir haben Logistics auch hier. Sie sitzen und kalkulieren Erfolg. Mhm. Und dann schicken diese Daten nach unseren Kunden. Mhm. Aber ich habe noch keine E-Mail bekommen. Also ich muss wissen, an welches Postfach ihr das schickt. Können Sie alle Farm oder Junk gucken? Ja. Aber nicht von allen Postfächern gleichzeitig. Ich müsste dann wissen, an welches. Das muss man jetzt rausfinden. Wie viele E-Mails haben Sie? 100 Stück oder so? Ein E-Mail oder zwei E-Mails? 100. 100 E-Mails? Ja. Wow. Und wo ist die jetzt hingegangen, die E-Mail? Ich muss jetzt wissen, wohin. Guck mal da in deinem Programm. Irgendwo wird das ja drin stehen. Was ist der Name von Ihrer E-Mail? Gmail, Hotmail? mdccfun.de DE. Ja. Also mdcc. Moment. MD? CC. CC? FUN.de. Bitte noch einmal, @u? Ja, also Vorname, Punkt, Nachname, @mdccfun.de. Okay, Moment, lassen Sie mir gucken, bitte. Ja, ja. Halbes Stündchen haben wir ja schon. Dann frage ich mich wirklich, wo sie so einen schon wieder ausgekramt haben.
Also den müssen wir doch wirklich direkt von der Straße gekratzt haben und ein Headset an den Kopf getackert. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich, mir fehlen da die Worte. Der ist ja wirklich noch dümmer als ein Klumpenbrot. Weiß ich nicht. Hallo? Ist da noch einer? Hallo, Bernd? Ja? Hallo, Bernd. Diese E-Mail ist nicht in unserem System. Tja, na, dann weiß ich nicht. Dann haben Sie Gmail? Nö. Sie können Gmail machen für Ihre Handelskonto. Und dort haben Sie alle Daten über Ihre Handel. Aha. Okay, können Sie jetzt machen und sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ihr Vorname, Punkt, Nachname? Nein, nein, machen Sie bitte ein neues Gmail. Ich mach doch jetzt nicht noch ein Konto, ich hab doch schon genug. Hier, machen Sie bitte ein neues Konto? Nein. Mit Gmail. Okay. Ja, trag doch einfach eine andere E-Mail-Adresse ein, dann kannst du mir doch den Quark hier schicken. Welche E-Mail-Adresse? Ihr Vorname, Punkt, Nachname und dann @mdccfun.de. Ist doch nicht klar. Aber diese E-Mail ist nicht im System. Ja, dann machen wir die ins System. Können Sie noch E-Mail öffnen? Ja, ich hab ja auf hier. Öffnen Sie bitte Gmail. Ha? Für Ihr Handelskonto. Ah. Und dort haben Sie alle Daten über Ihr Konto. Ja. Womit verdienst du eigentlich mehr, mit dem Handeln bei euch auf der Webseite oder mit dem Job? Sie werden Deutsch Kontomanager haben. Ja, und was ist der Unterschied zwischen Zocken und Investieren? Unterschied? Hm? Moment. Unterschied mit Was meinen Sie, Unterschied? Zwischen Zocken und Investieren? Kein Unterschied. Das ist nicht Einzahlung, das ist Ihre Investition. Also ist das Gleiche denn? Wie lange macht denn ihr das schon auf Deutsch? Ein paar Tage. Ein paar Tage? Ja. Dann mit der Eröffnung von der Seite. Aber Sie bekommen Anruf von Ihrem Kontomanager nach der Aktivierung. Kann der denn auch Hochdeutsch? Ja, er spricht Deutsch. Hochdeutsch auch, ja? Ja, aus Deutschland. Ja, weil ich finde schon, dass wir Deutschen auch ein Recht darauf haben, auf Deutsch beschissen zu werden. Wir haben 10 Kontomanager, die spricht Deutsch. Ja, hier arabisches Deutsch oder ostdeutsches Deutsch? Nein, vom Deutschland. Hm. Also der kommt direkt aus Ostdeutschland? Ja. Aus Sachsen, ja? Ja, vom Deutschland. Tja, schön, dass er hier zugibt, dass die das Ganze erst seit ein paar Tagen auf Deutsch machen. Tja, das passt halt eben auch wieder zum Eröffnungsdatum von der ganzen Webseite. Und auch interessant ist, dass ich ja lauter Blödsinn laber und der alles mit Ja bestätigt. Tja, das ist auch wieder einfach nur eine Taktik, damit man halt am Telefon bleibt, weil da ist ja noch Geld zu holen, ne? Und ich rede einfach absoluten Blödsinn, ostdeutsches Deutsch und aus Sachsen und er bestätigt einfach alles mit Ja. Genau, also kann man so machen, aber ob man damit Erfolg hat, leider schon. Okay, und ja, wie lange macht der das schon? Nach der Aktivierung, wir machen Termine, wenn Sie welche Zeit möchten. Ja, ist der nett?
Ja? Wir machen Termine mit Ihrem Kontomanager. Mhm. Er ruft dich an, okay? Mhm. Und dann Sie sprechen über Ihren Finanzplan und machen diese System funktionieren. Mhm. Und der sitzt dann auch in Deutschland? Ja, ja, natürlich. Okay, und wo genau steht sein Stühlchen? Sie meinen, wo steht Ihr Kontomanager? Ja, wo sein Stühlchen steht, ja? Ich weiß nicht. Hm. Okay, aber der muss doch irgendwo sitzen. Ja, ja, der Kontomanager, wir haben, sitzen in London. Aber ich dachte, der ist deutsch. Deutsch. Ja. Dieser Kontomanager kommt von Deutschland. Und was macht er denn in London? Ursprünglich arbeiten mit Börsen. Und wie kommt er da hin? Weil es ja gar kein Sprit mehr da. Ist ja alle. Wir haben viele Menschen, sprechen Italienisch, sprechen Spanisch, Englisch, Deutsch, Chinesisch. Chinesisch macht ihr auch? Ja, ja. Ach du Gott. Tja, scheint eine sehr internationale Betrugsfirma zu sein, dem Anschein nach. Und im Hintergrund hört man ja auch lauter ausländisch sprechende Mitarbeiter, wenn man sie denn Mitarbeiter bezeichnen möchte. Tja. Wo ist denn eure Firma eigentlich reguliert? Reguliert with Global Financial Authority. Mhm. Und die ID dazu? Wie ist die ID? Moment. Globale Finanzbehörde. Ja, und wie heißt die? Das ist Moment. Ja. Das ist australisch License. Deshalb wir arbeiten international. Ja, und die Europäischen und Asian ja. Countries. Na, und wie heißt die Behörde? Behörde heißt Global Financial Authority. Also GF und dann weiter? Wissen Sie FDA? FDA. Gibt es FCA? Ach so, ja, das kenne ich. Hm. Warten Sie mal. GFA. GFA. Ja, GFA. Das ja. Sagt mir was. Hm? Guck ich gerade mal. Das ist ein Elektroautomatenhersteller. Nein. Hm. G Global. Ja. G Globale. Ich schreibe mal Global, ja. Globale Finanzbehörde. Finanz. Und dann Behörde, ja? Ja, Finanzbehörde. Ja, und bei welcher da genau seid ihr angemeldet? Wie heißt die Behörde selbst? Global Finanz AG oder was? Das ist Behörde von Australien. Ja, aber wie kommt ihr denn jetzt von England auf Australien? Es funktioniert. Mit England und Australien. Australien geben diese License, weil wir arbeiten international mit vielen Ländern. Mhm. Nicht nur mit europäischen Ländern, sondern mit vielen ausländischen. Ja. Und wie ist eure Nummer? Ich gehe mal davon aus, ihr merkt es schon, der eiert hier die ganze Zeit nur rum. Tja, der kann mir einfach nicht nennen, wo sie registriert sind. Denn die Global Finanz AG hat nichts mit
Tja, mit der Regulierung vom Markt zu tun. Also auch überhaupt nicht mit Trading oder irgendwas dergleichen. Der labert hier einfach nur irgendwelchen Quatsch. Und vor allem, wenn er in England angeblich sitzt, frage ich mich wirklich, was hat das jetzt mit einem anderen Land schon wieder zu tun? Tja, er kann es mir einfach nicht beantworten. Und ich weiß auch nicht so richtig, was er mir damit sagen möchte. Denn alles, was man ihn fragt, endet eigentlich nur wieder in neuem Blödsinn. Aber naja. Nummer? Die von der Behörde? Man muss ja da eine Nummer haben. Ich bin von Kundendienstabteilung. Ich habe diese Nummer mit mir nicht. Ja, aber die müsstet ihr da wissen im Kundenservice. Ihre Konto, kein Problem. Ihre Kontomanager wird Ihnen alle Daten schicken bei E-Mail. Ja, dann würde ich mit dem mal sprechen. Sie können mit Ihnen sprechen nach der Aktivierung. Wir müssen für Ihnen Platz auf dem Börse machen. Ach so, ja. Also erfahre ich erst, wo Sie registriert sind, wenn ich eingezahlt habe. Sie können auf Ihre E-Mail alle Daten, die... Na eben ja nicht. Wir sitzen in London. Ja, aber London? Dann müsst ihr ja eine Nummer haben, eine ID. Also wo ihr reguliert seid. Ja. Ja. Aber ich, Kundendienst, ich habe diese Daten nicht. Ja, müsstet ihr aber. Ihre Kontomanager hat alle Daten, er hat Leisten. Ja, dann verbinde mich mal. Dabei geben. Ja, dann spreche ich mit dem mal. Ja, dann verbinde mich mal. Auf einen Moment, Ben? Mhm. Ja. Ihre Kontomanager wird Ihnen alle Daten zur E-Mail schicken. Ja, geht doch nicht. Ist doch, funktioniert doch nicht. Ihr habt doch eine falsche E-Mail. Machen Sie bitte Gmail jetzt. Nö. Machen Sie bitte Gmail und ich schicke Ihre Aktivierungsseite und alle Daten. Nein. Nein? Nein. Okay, dann, ich habe keine mehr Zeit, wenn Sie nicht Ihre Konto aktivieren möchten. Ja, würde ich ja schon tun, wenn ich ein paar Informationen von euch bekomme, aber du scheinst ja zu unintelligent dafür zu sein, mir das zu sagen. Also seid ihr nichts anderes als Betrüger, Abzocker und niederes Pack. Gibt es kein Börse in Deutschland? Wenn Sie handeln möchten mit internationaler Börse, bitte machen Sie Aktivierung. Wenn nicht, ich habe keine Zeit. Ja, aber Sie müssen mir doch meine Fragen beantworten können. Ich dachte, Sie rufen deswegen an. Welche Frage bitte? Ja, wo ihr reguliert seid. Der reguliert die GFA, Global Financial Authority. Ja, und die Nummer? Von Australia. Ich habe keine Nummer. Ja, aber die musst du wissen. Die musst du wissen. Ihre Kontomanager hat es. Naja, dann soll der mich jetzt mal anrufen oder drangehen oder du stellst mich jetzt durch oder irgendwie sowas. Kein Problem. Ich werde Kontomanager bitten, Ihnen kontaktieren. Okay? Ja. Kein Problem. Ja, glaube ich zwar nicht, aber ich meine, du verstehst ja nicht mehr als ein Kasten Brot. Ja, ich verstehe. Ja, scheinbar ja nicht. Ich verstehe, dass Sie wollen Lizenznummer. Ja, richtig. Aber Sie verstehen nicht, dass ich rufe von Kundendienstabteilung. Ja doch, das verstehe ich schon, aber das ist ja wohl das Wenigste, was ihr wissen müsst, wo ihr reguliert seid. Ich meine, wozu gibt es denn einen Kundendienst, wenn der Kundendienst keinerlei Fragen beantworten kann? Was ist denn das für eine hirnrissige Scheiße? Das ist Antwort, das ist Frage zu Finanzabteilung. Ja, aber das ist doch, was machst du da für einen Job? Das wenn ist Sie, doch. Wenn Sie Anzahlung machen, Sie können über der Banküberweisung alle Daten sehen. Lizenznummer und der Name. Ich würde dir vorschlagen, du suchst dir ganz, ganz schnell einen seriösen und einen anständigen Job, weil das, was du da machst, ist kein seriöser Job. Ben, suchen Sie bitte in Deutschland Börse, okay? Wenn Sie möchten, alle Daten haben, suchen Sie in Deutschland. Ja, da gibt's das ja überall, da steht's ja auf jeder Webseite drauf. Wenn Sie Anzahlung machen, sofort, deshalb frage ich sofort, weil es sicher ist.
wenn Sie sofort machen, alle Daten dort. Ja, aber du merkst schon, dass du eigentlich die ganze Zeit nur geklöte Scheiße redest. Das ergibt alles gar keinen Sinn, was du mir sagst. Du rufst mich ja an, willst, dass ich ein Konto eröffne. Und dann sagst du mir, ich soll dir Fragen stellen und alles, was ich dich frage, da kommt nur Rotz dabei raus. Da ist ja nichts Sinnvolles dabei. Also da kommt doch wirklich nur Scheiße raus die ganze Zeit. Entschuldigung, Bernd, aber ich habe nach Ihre alle Fragen beantwortet. Nee, eigentlich nicht eine einzige. Also tatsächlich nicht eine einzige Frage. Sie möchten License-Nummer und diese Frage nicht für mehr zur Finanzabteilung. Wenn ja, aber Sie sofort machen, Sie haben diese Nummer. Ja, aber habt ihr da keine Leute sitzen, die wenigstens 3 Meter irgendwie intelligenter sind? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, was du da für einen Dreck laberst. Sie klingen nicht gut. Ja, naja. Und bei euch kommt nur Kacke. Also von daher, was soll ich denn davon halten? Ihr seid doch einfach nur ein Betrüger und ein Abzockerunternehmen. Genau so sieht's aus. Und der Typ, der versteht wirklich nicht ein Wort von dem, was ich sage. Also überhaupt gar nichts. Der kann sich eigentlich nur an seinen Leitfaden klammern und ja den ganzen Rotz da vorlesen. Aber wenn ich irgendwas antworte und sage, dann kann er entweder einfach nur weitermachen, aber auf eine Frage eingehen kann er überhaupt nicht, weil der kein Wort Deutsch kann. Der kann einfach nur das ablesen, was da steht. Vielleicht noch 3 Wörter links, rechts daneben, aber das war's schon. Denn, tja, das Einzige, was er hier nur erkannt hat, ist, dass meine Stimme langsam ein bisschen energischer und genervter wird. Und das versteht er. Aber ich meine, daran kann man ja ablesen, dass jemand gerade wütend wird, aber mehr kapiert er nicht. Also der versteht überhaupt nichts. Ich möchte Ihnen helfen. Ja, das merke ich davon nicht. Entschuldigung, dass mein Deutsch ist nicht so gut ja. Für Ihnen. Okay. Traurig. Aber warum ruft ihr dann an, wenn ihr nicht mal vernünftig durchreden könnt? Ich meine, das macht da überhaupt gar keinen Sinn. Wer fällt denn auf so eine Scheiße rein? Sie haben Ihre Mitteilung bei uns hinterlassen. Ich habe eine Mitteilung hinterlassen. Habe euch eine SMS geschrieben mit einem Herzchen drauf. Genau. Und ein bisschen Parfüm an den Umschlag. Ich werde Kontomanager bitten. Okay? Wo waren die Mitteilungen? Habe ich die bei euch an den Kühlschrank gemacht? Morgen. War das so ein Klebezettelchen? Morgen, Sie haben alle Antworten. Okay? Ihre Kontomanager wird Ihnen telefonieren. Okay? Gott sei Dank konntest du 45 Minuten keinen weiter beschalten. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Erfolg, ja. Wenn Sie möchten jetzt aktivieren, machen wir Aktivierung. Wir haben alle Sicherheit hier. Okay, kein Problem. Wir machen kein Problem für Ihnen. Okay? Jetzt, ich möchte Ihnen dabei helfen. Und dann machen wir einen Termin mit Ihrem Kontomanager. Er wird alles erklären. Kein Problem. Okay, ja, dann soll der mich anrufen. Ich möchte, dass und alle Leute möchten, dass sie zufrieden sein. Bestimmt. Kein Problem. Okay? Wir machen Handelskonto zu 200 Euro, nicht zu Millionen. Was daran jetzt witzig? Also ich finde das jetzt nicht, eigentlich finde ich es eher traurig da bei euch. Keine Angst. Okay, vertrauen Sie bitte, dass alles sicher und legal. Okay? Das ist ja ein super Stichwort, ja. Okay. Dann, was machen wir? Na, ich würde sagen, du verbindest mich mit einem Kontoberater. Okay. Bitte öffnen Sie Gmail-Konto. Habe ich ja nicht. Ja, machen wir jetzt, okay? Nein. Nein? Sie möchten nicht? Nee, ich habe dir doch meine E-Mail-Adresse gesagt, die du dafür nehmen kannst. Ich mache jetzt hier noch nicht noch eine neue. Außerdem muss man bei Google seine Telefonnummer mittlerweile angeben, wenn man ein neues Postfach da haben will. Da habe ich auch keine Lust zu. Ja, dann ändere mal jetzt die E-Mail-Adresse. Habe ich ja schon gesagt, an welche ihr das jetzt hier schicken könnt. Dann können wir den Bums ja hier fertig machen. Ja, aber diese Adresse ist nicht richtig. Ja, aber dafür kann ich doch nichts dafür, wenn da bei euch irgendwie nur komische Leute arbeiten, die nichts richtig machen können. Ich meine, ihr habt ja nicht mal eine deutsche Seite, da fängt es ja schon an. Geschweige denn, dass da irgendwie eine Telefonnummer oder sowas draufsteht. Moment, ein Moment bitte. Ja. Genau.
Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also wenn ich hier auf Live Support drücke, dann soll ich meinen Personalausweis gleich hochladen. Keine Kontaktdaten, keine deutsche Sprache. Naja, was man hier eintragen kann, Callback. Mhm. Mehr aber auch nicht. Ja. Und bei FAQ ist nicht mal was drin. Tja, so wird das nix. Hallo, Bernd? Hm? Bitte schreiben Sie Telefonnummer für unsere Kundendienstabteilung. Ich soll eine Telefonnummer aufschreiben? Ja, ja, bitte, von Kundendienstabteilung. Ja, und wer geht denn da ran? 4420. Was für ein 4? Fängt eine Telefonnummer nicht mit einer 0 an? Das ist Englisch Telefonnummer von London. Ja, und wer bezahlt mir das? Ich weiß nicht, welche Apparate haben Sie. Ja, nach England kostet ja Geld. Okay. Ja. Dann, wenn Sie möchten, ich will Ihnen Kontomanager bieten. Ja, sag mal die Nummer. 4-4. Mit einer 4 fängt die Nummer an, ja? 4-4. Ja, 4-4. Ja. 2-0. 2-0. 3-9. 3-9. 8-7. 8-7. Ja, 7-6. 7-6. 2-6. Das ist Telefonnummer von unserer Kundendienstabteilung. Ja, und wer geht da ran? Und ja. Ja, wer geht denn da ran? Ja. Ist ungültig. Gibt's nicht die Nummer. Wenn Sie nach diesem Telefon rufen, Sie können unsere Kundendienstabteilung kontaktieren. Ja, hast du doch, geht nicht. Gibt's nicht die Nummer. Dann bitte schreiben Sie unsere Adresse. Ja, UK, London. Ja, ich dachte Telefon. Wo ist denn die Nummer jetzt, wo ich anrufen soll? Bernd. Ja. Ich bitte Ihre Kontomanager Ihnen telefonieren, okay? Ja, sag Nummer. Ja. Bitte warten Sie aufs Telefon. Wie? Auf was soll ich denn jetzt warten? Bye. Ja, ja, wer hat's gedacht? Die Telefonnummer, die er mir da durchgibt, funktioniert gar nicht erst. Und einen Rückruf habe ich natürlich auch nicht von dieser Firma bekommen. Tja, war ja, glaube ich, auch zu erwarten, dass da nichts Sinnvolles bei rauskommt. Tja, eine ganze Stunde lauter Blödsinn und, ja, nur Bescheißen am Telefon, aber was Sinnvolles kam jetzt hierbei wirklich nicht raus. Ich habe so lange mit dem telefoniert, die Qualität war wirklich unter aller Sau. Tut mir auch leid, viel mehr konnte ich da wirklich nicht rausholen. Das Problem ist, dass seine Seite auch ziemlich leise war. Das höre ich auch erst jetzt hier im Schnitt. Tja, was will man machen, ne? Aber letztendlich, der betrügt hoffentlich niemanden und fliegt ganz schnell wieder aus dem Callcenter raus. Weil 3 Meter Feldweg, mehr ist da nicht, ne? Also wie Callcenter Scambaiting immer zu sagen pflegt. Tja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Ich meine, letztendlich haben wir ja uns eine ganze Weile mit ihm über seinen Betrug da unterhalten. Und ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt und ich immer ein neues rausbringe, werdet ihr gleich informiert. Ansonsten klickt jetzt hier gerne noch auf die Playlist. Hier findet ihr noch viele weitere Videos. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.